Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24. Und heute spielen wir mal Deutschland gegen Schweiz. Ich würde sagen, let's go. In der letzten Folge haben wir uns ja hier reichlich gewonnen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Perfekt. Heute können Sie sich Platz 1 in der Gruppe sichern. Goal, goal, goal. Yo, da fiebern sie alle mit. Wer wird sich heute durchsetzen? Leider ist ja mittlerweile schon raus. Aber in FIFA 24 noch nicht. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Mal sehen, wie es in FIFA 24 ist. Ich denke mal, ich gewinne mit der Mannschaft hier. Ich steuere die ja. Ich bin gerade aktuell ein bisschen aus dem Spiel, deswegen. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Es geht für Sie heute um den Gruppensieg. Es ist ein wichtiges Etappenziel hier bei dieser EM 2024. Das gibt Ihnen, vermute ich zumindest heute, auf jeden Fall nochmal zusätzliche Motivation. Ey, du Schweizer. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ah, zu langsam. Ich wollte noch zum Ball hinrennen, damit sie keine Ecke kriegen. Aber war ich zu lahm. Spoiler. Toll geblockt. Gutes Tackling hier. Ja, das war auf jeden Fall geil. Ja, ist ein bisschen schade, dass Deutschland raus ist. Gegen Spanien verloren. 2-1. Ja, ist natürlich bitter, ne? Weil man hätte gedacht. Gibt's rot? Das war die Verhinderung einer klaren Torschance. Jede andere Entscheidung wäre nicht angemessen gewesen. Ja, berechtigt, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist ein bisschen schade, dass sie raus sind, aber. Jetzt kommen ja noch die WM, ne? Vielleicht gewinnen die ja. Toni Kroos ist jetzt weg, ne? Der macht ja kein. Also, glaube ich, jetzt bei der Nationalmannschaft nicht mehr. Müller weiß man noch nicht. Und. Ja. Hier. Manuel Neuer soll ja auch irgendwie. Bald gehen. Entweder macht er die WM noch mit oder er geht. Was traust du Kai Havertz dann schon? Im letzten Spiel viermal überhaupt nicht zu bremsen. Ein Treffer schöner als der andere und ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass das heute so weitergeht. Das muss es fast sein. Na Mist, geile Chance gerade gewesen. Leider nicht richtig getroffen. Der Horvats. Na, wir hätten gegen Spanien eigentlich auch einen Elfmeter gehabt, ne? Wurde ja irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung. Starker Zweikampf. Irgendwie haben sie dann den Elfmeter nicht gezählt, weil eine komische Regel es gab. Oder sowas. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Vielleicht die Führung jetzt. Bam. 1-0. Ich kann sagen, also ich kann nur noch mal sagen, es ist einfach schade, dass sie nicht weitergekommen sind wegen Spanien. Ich hoffe, dass Spanien gegen Frankreich verkackt. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie sogar auch gegen die verkacken. Aber mal sehen. Florian Wirtz hat's geschossen. Let's go. Und damit haben wir den Ersttreffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Havertz. Gündogan mit dem Ball. Da ist die Chance. Tor. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Da ist dieses Tor nochmal. Einfach mal Volley genommen. Ja, geil. Und drin der Ball. Ein spektakulärer Treffer. Der Musiala. Dessen Namen ich nicht so gut aussprechen kann. Okafor. Und das ist der Ballverlust.
Havertz. Ah, nö. Fehlpass. Super. Brel, Donald, Embolo. Hartes Einsteigen, aber Vorteil. Kein Pfiff. Spiel geht noch weiter. Ja. Anspiel kommt nach hinten. Klasse gemacht. Stark geblockt. So, ich habe den Spielmodus, also die Schwierigkeit, glaube ich, auf Profi gemacht. Gündogan. Vielleicht mache ich die in der nächsten Folge aber ein bisschen höher, weil ich sonst hier nur Tore schieße. Ich will ja auch ein bisschen Gegner haben. Das ist und hart. Sowas. Deswegen. Musiala. Gündogan. Schotter Havertz. Und diese stark, ne? Das ist gut. Kai Havertz. Auf diese Szenen haben wir ja alle gewartet. Deswegen. Das ist einfach eine seiner großen Stärken. Das kann er. Ja, schön da vorbeigezogen, ne? Ja, und dann. Was für ein Pfund. Das einfach nur rein. Noch mal. Einfach direkt drauf. Also ein harter Ball ist nicht zu halten. Chaka. Akanji. Scher. Okafor. Brel Embolo. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ja, Platz das geht so. Jetzt. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Spiel geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Mist. Auch in die Beine geschossen. Er gibt den Ballbesitz ab. Jetzt aber doch nicht. Wenn hier gleich Pause ist, dann kann die deutsche Mannschaft durchaus zufrieden sein. Sie ist hier klar vorne. Die zeigen eine hervorragende Leistung. Da stimmt alles. Die Laufbereitschaft, die Chancenerarbeitung, die Chancenverwertung. Und der Spielstand zeigt ja auch, das Ding ist durch. Da passiert nichts. Setzt sich durch. Er kann es machen. Tor, ja, aber da freuen sie sich doch nie, Buschi. Ah, abseits. Sie fassen sich an den Kopf. Abseits. Das eng ist eine ganz bittere Geschichte, aber ja, das war Abseits. Leider. Chaka. Der rutscht auch ins Nichts. Akanji am Ball. Das ist Chaka. Nicht abgepfiffen nach diesem Foul, gibt erstmal Vorteil. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Da ist die Chance. Aha. Brel, Donald, Embolo. Mein Ball. Ah, perfekt. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Ja, das ist geil. Geiles Spiel auf jeden Fall bis jetzt, ne? 3-0. Jetzt machen wir hier weiter. Die deutsche Mannschaft im Moment klar vorne. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Gefährlich jetzt. Wunderbarer Volley. Ein ja, gut. Tor. 3-1. Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Gündogan. Ja, das Blöde ist manchmal ruckelt dieses Spiel, weil es nur so eine Bildschirmübertragung praktisch ist. Und da verschieße ich dann den Ball, aber macht nichts. Scher. Ball bei Chaka. Gutes Pressing, da ist die Balleroberung. Chance zum Tor. Gute Abwehr. Mist. Jonathan Tah. Gehalten, stark gemacht. Gut geklärt, das war wichtig. Hä? Schießt der denn hin? Chaka. Musiala dazwischen. Außen ist Platz. Hereingabe in die Mitte. Bam. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. 4-1. Let's go. Den schafft das auf jeden Fall nicht mehr.
Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine. Ja, wir holen mal Danke. Thomas Müller rein. Die Situation perfekt. Könnte ja die letzte EM gewesen drin, sein für ihn. So wie bei Manuel Neuer. Einfach nur gut gemacht. Mal sehen. Es geht weiter, die deutsche Mannschaft mit drei vorne. Manuel Akanji. Das ist Xhaka. Und er pfeift den Vorteil doch ab. Freistoß. Ja, Mann. Ich wollte eigentlich schießen, aber irgendwie hat er nicht geschossen. Genau. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Mist. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Okafor. Super. Freuler. Er zieht vorbei. Oh. Angriff aufgehalten, ja, ja. Aber gelb bekommt er dafür wohl. Gelbe Karte Deutschland. Ja, die muss er geben, keine Frage. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Die Flanke holt er. Hätte auch eine rote werden können, deswegen. Hey, schießt doch nicht dahin. Der Ballverlust der deutschen Mannschaft. Xhaka. Scher. So, jetzt aber. Kai Havertz. Havertz mit der Chance. Der Bam. Muss passen. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem. Das war ein geiles Tor. Von dort aus treffen. Let's go. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da hat er es natürlich leicht. Niemand da, alles offen. Ist kein Problem. Toni Kroos geht raus. Der Toni. Oh, mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Okay. Kimmich. Sie holen sich den Ballbesitz. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Na. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ja, mit viel Einsatz Ballgewinn. Rehle Mbolo. Setzt die Klasse durch. Mist, die haben den Ball noch. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Ja, ich hab ihn. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er. Oh, jetzt habe ich auch gelb-rot. Ball kommt rein. Kommt raus und er hat den Ball, Gefahr vorbei. Ah, ne, doch nicht gelb-rot. Jetzt wäre Platz zum Konter. Oh, viel Platz jetzt. Immer noch diese Chance. Bam. Eigentlich wäre es gelb-rot, weil ich habe noch mit dem anderen Gelb da gefault, aber irgendwie haben die den überschrieben anscheinend. Also ein bisschen schlecht. Aber der ist jetzt eh raus. Der geht jetzt hier. Wunderschönes Tor. Habe ich keine gelbe Karte mehr im Spiel. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist ja, also das nächste Spiel wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil ich den Schwierigkeitsgrad dann erhöhe. Okafor. Weil das sonst ein bisschen zu das einfach ist. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Deswegen. Ah, das könnte was werden jetzt. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Direkt in die Arme von Manuel Neuer. Havertz. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. So.
Die Flanke jetzt. Latte Macchiato war das. Ah. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ja, okay, zu Ende. Joa, geiles Spiel, also 6-1. Wir kommen hier bei der EM 2024 und damit sind sie Gruppenerster. Das kann Ihnen nach diesem Das ist geil. Spiel beenden, joa. 9 Punkte, wir haben alle 3 Spiele gewonnen. So, Achtelfinale wird dann aber natürlich schwieriger und da werde ich dann auch den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Beziehungsweise ich könnte den auch jetzt schon erhöhen. Ich würde sagen, wir machen auf Weltklasse. So. Perfekt. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und so, euer Sandro. Ciao.